Ostsee, wie wir sie heute kennen, fand ihren Ursprung vor rund 14.000 Jahren, als die schmelzenden Gletscher der Weichseleiszeit das Becken mit Süßwasser füllten. Erst 4.000 Jahre später drang durch Anstieg des Meeresspiegels Salzwasser über den Skagerrak in die Ostsee ein. Der niedrige Salzgehalt, die geringe Durchschnittstiefe und die Abwesenheit starker Strömungen machen die Ostsee zu einem einzigartigen Ökosystem. Im Spülsaum lassen sich einige der Kreaturen finden, die sich an die Besonderheiten der Ostsee angepasst haben. Neben Seetang, Miesmuscheln und Ohrenquallen finden sich hier im Spätsommer auch häufig die Panzer der Strandkrabben oder die ein oder andere Sandklaffmuschel. Also die Aldebaran gibt es seit 28 Jahren. Es ist ein schwimmendes Labor und ein schwimmendes Studio. Super spannendes Schiff, also das, was Kinder und Jugendliche gerne mal machen wollen, Meeresforscher werden. Und diese Idee, das möchten wir hierher nach Niendorf bringen, weil wir im Hafen das Sailing Lab machen. Das heißt, nach Anmeldung können junge Menschen hier für 2 Stunden mitfahren und mal richtig forschen an Bord. Wir nehmen Bodenproben, wir gucken mit einer Kamera auf den Meeresgrund, wir schauen, was für Tiere auf der Wasseroberfläche in der Tiefe sind. Wir gucken durchs Mikroskop, also eine ganze Menge an Möglichkeiten für insbesondere junge Menschen, um dieses Thema hier an Bord zu erleben.